Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten Remastered für den PC. Ich hoffe, man sieht das Bild gerade. Ich hatte die ersten drei Parts am Stück aufgenommen und hatte nicht gemerkt, dass die teilweise am Anfang ein bisschen Probleme hatten. Ich habe das dann versucht, hinterher im Schnitt zu korrigieren, weswegen man wahrscheinlich bis auf vielleicht im ersten Part nicht allzu viel davon mitbekommen hat. Und hoffe einfach, dass jetzt alles funktioniert, beziehungsweise habe ein bisschen Precautions getroffen, dass es dazu gar nicht jetzt wieder kommt. Aber man weiß ja nie. Mittlerweile hat sich auch viel geändert. Ihr müsst wissen, seit dem letzten Part und dem Part hier ist ein bisschen Zeit vergangen, weil ich Prüfungsphase habe und da nicht so viel zum Aufnehmen komme momentan. Aber keine Sorge, für euch wird es... Oh, das ist ein Webley-Revolver, oder? Ein Webley Mark VI, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich wollte noch was erzählen zum Thema, was sich verändert hat, wo wir gerade hier sind. Ich kann das jetzt gerade leider nicht einblenden, aber ich habe mittlerweile die Sherlock Holmes Buch Collection auf Englisch von Sir Arthur Conan Doyle und auch eine Serie aus den 80ern, wo alle Stories verfilmt wurden. Ich habe bisher noch nicht so viel gelesen. Ich habe bisher sogar nur eine Kurzgeschichte in The Memoirs of Sherlock Holmes gelesen, namens The Musgrave Ritual, was eine etwas entspanntere, glaube ich, sein soll, aber war eine ziemlich coole. Und werde jetzt über die nächste Zeit immer mal eine Kurzgeschichte davon lesen. Und vielleicht, ich weiß jetzt mittlerweile viel mehr über Holmes. So, ich wusste immer grundsätzlich, wer Holmes ist, aber hatte gar nicht so viel Knowledge über ihn und den Kontext und über den Autor und so. Vielleicht kann ich da jetzt über die Parts mal ein bisschen mehr droppen als bisher. Dazu kommen wir noch. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach vielleicht zwischen jedem Part oder jedem zweiten Part oder so immer eine Holmes Short Story lesen und dann kann ich ja vielleicht hin und wieder mal was dazu droppen. Aber jetzt wollen wir erstmal im Spiel weitermachen. Das ist ja das Wichtigste, ne, Watson? Ja. Ja, Watson. Ja. Okay. Wir sind im letzten Part ja ein bisschen gruseliger unterwegs gewesen und haben ein paar Sachen gefunden, die wir jetzt untersuchen wollen, beziehungsweise anscheinend sogar nur den Kasten mit Blumen. Nichts. Nichts. Was soll ich denn damit machen? Nichts. Ich habe da diesen Kasten, ja. Was mache ich damit? Soll ich denn irgendwie... Wie kann man denn... Ah, so geht das. Okay. Aha. Jetzt haben wir weißes Pulver. So, weißes Pulver kann doch bestimmt hier nichts. Raus. Nichts. Nein. Auch nicht da auch? Doch. Okay, das können wir erstmal untersuchen. Hier sind so... Na bitte, Steine. Geschafft. Das ist ein sehr feines Pulver. Aber da ist ja auch was anderes noch dabei. Können wir die aufschneiden? Nein. Okay. Was ist das denn? Entnommener Inhaltsstoff. Da müssen wir jetzt rausfinden, was das ist. Vielleicht, wenn ich Hitze hinzufüge? Aha, aber bestimmt auch noch was anderes, oder? Bestimmt noch Lösungsmittel. Vielleicht, wenn ich Hitze hin... Vielleicht auch nur Hitze. Mal gucken. Dachte, vielleicht eine Flüssigkeit. Dieser Geruch? Zweifellos ein Derivat aus Opium und Morphium. Das ist dieselbe Verbindung, die ich auf der Kugel bei Stanwyck gefunden habe. Ja, mit Morphium kennt er sich ja aus. Denn er ist abhängig von Morphium und von Kokain. Der ursprüngliche Holmes. Oder Heroin? Wie geht es voran, Holmes? Was ist das Ergebnis Ihrer Analyse? Keine Frage, das ist eindeutig ein Opiumderivat. Etwas macht mir aber noch Sorgen. Die Tatsachen deuten darauf hin, dass diese Substanz in großen Mengen benutzt wurde. Aber kein britischer Drogist könnte eine solche Menge beschaffen. Viel zu riskant. Und ich glaube nicht, dass der britische Zoll eine so große Menge unbemerkt passieren lassen würde. Ich bin genau vom Gegenteil überzeugt, Holmes. Wie das, Watson? Erklären Sie mir Ihren Gedankengang. Denken Sie daran, dass ich als Arzt an den Einsatz verschiedener Verbindungen gewöhnt bin, einschließlich starker Derivate wie destillierte Opiate. Die vom Kontinent importierten haben beim britischen Zoll einen Sonderstatus. Er kümmert sich nicht weiter um die Ladungen und auch nicht um die verschifften Mengen. Solche Ladungen sind leicht an ihren Etiketten zu erkennen. Sie tragen immer das Kennzeichen der entsprechenden medizinischen Akademie in dem Land, die ein Abkommen mit unserer eigenen Akademie hat. Ich kann zwar nicht genau das Herkunftsland bestimmen,
Aber ich würde schwören, das Papierstück auf dieser Kiste stammt von so einem Etikett. Doktor, Sie überraschen mich immer wieder. Sie haben dieses kleine Rätsel für uns gelöst. Rasch, wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wir müssen sofort zum Büro des Zollinspektors im Hafen. Was? Jetzt? Kann das nicht bis nach dem Tee warten? Ich komme schon, Holmes. Ja, da hat man auch gerade gesehen, kann ich hier nochmal zurück, ne? Da ist die Violine. Holmes spielt ja auch Violine. Und ja, sorry, es war gerade ein bisschen wirr. Er ist nicht wirklich abhängig von den Drogen, aber er nimmt auf jeden Fall regelmäßig Morphin und hin und wieder Kokain, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich verwechsel da jetzt gerade nichts. Und was wollte ich noch droppen? Irgendwas wollte ich gerade noch droppen. Ja, der da weiß es, der hat Medizin studiert und ist Chirurg. Und Holmes hat, wenn mich nicht alles täuscht, Chemie studiert, oder? Wo auch einer seiner Kommilitonen Reginald Musgrave war. Der dann wiederum zu der Geschichte mit dem Musgrave Ritual führt. Was halten Sie davon? Ja, sorry, genau. Ich soll zum Zollinspektor. Wo ist denn das? Es würde ja nicht hier sein, sondern am Hafen, ne? Nur wo? Zollinspektor? Moment mal ganz kurz. Das hat er doch jetzt gesagt, oder? Wir müssen sofort zum Büro des Zollinspektors im Hafen. Büro des Zollinspektors. Ich vermute mal, das wird in einer dieser Nebenstraßen hier sein, oder? Wird er nicht in der Bar sein? Das könnte hier sein. Vielleicht. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich habe keinen Grund. Ah, okay. Ich kann nicht mehr in dieses bewohnte Viertel, sondern nur noch hier oben hin. Ja, aber hier wohnt ja nicht, ist ja nicht Haus des Zollinspektors, ne? Wo ist denn das Haus des Zollinspektors? Das hier? Factory closed, General Strike. Ich könnte euch jetzt auch ganz viel über die Zeit erzählen, in der das hier spielt. Beziehungsweise vor allem die Zeit, in der das geschrieben wurde. Victorianism, aber ich werde erstmal davon absehen. Allerdings habe ich momentan einen kleinen Plan mit meinem... mit meinem Autorenkanal, was vielleicht so den ein oder anderen oder die ein oder andere literaturinteressierte Person interessieren könnte. Aber ich will mal noch nicht zu viel verraten. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, ich bin ja freizeitlich Autor, falls ihr es noch nicht wusstet. Und wenn ihr auf meinem Kanal seid, The Juju, dann gibt es oben rechts eine Verlinkung, beziehungsweise wenn ihr auf Kanalinfo geht, auch da unter den Links zu meinem Autorenkanal, der heißt Jeff H. Mallum. Da gibt es aktuell Videos, die sich hauptsächlich mit mir als Autor und meinen Büchern, die ich veröffentlicht habe und vorhabe zu veröffentlichen, beschäftigen, aber auch so ein paar allgemeinere Sachen des, ich sag mal, Lebens eines Autors. Nein, ich will ihn nichts fragen. Nee, hier wollen wir nicht hin, genau. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen vor, die sich, wie gesagt, ein bisschen mehr an allgemein Literatur interessierte richtet. Statt nur auf meinen eigenen Kram und das Leben eines Autors. Okay, das scheint alles nicht das Büro des Inspektors, des Zollinspektors zu sein. Und da hinten kommen mir nur noch die Lagerhallen. Das heißt im Klartext, es muss ja eigentlich doch da vorne bei der Bar sein. Warte mal, hier, Customs. Habermaster, ist das nicht das? Customs. Das hier hatten wir ja schon mal gelesen. Was stand denn da nochmal drauf? Ich erinnere mich, dass wir das schon mal gelesen hatten. Nee. Nee. Tja, weiß ich nicht mehr. Achso, hier. The baby came to see me, that Sandra began giving me. Okay. Hier, Registers, das ist doch genau das, wo ich hin will, oder nicht? Der Zollinspektor ist offenbar nicht da. Okay, soll ich dann einfach zum Schiff gehen und wegfahren? Oder? Ich will ja nicht irgendwo hin, oder? Ich will mir ja Zollpakete anschauen, aber hier ist keiner bei den Customs. Okay, soll ich mal in der Bar fragen gehen oder am Hafen gucken?
Das ist, führte bisher noch nichts zu so vielen Sachen. Ich gehe einfach mal wieder den Barkeeper fragen. Der hat letztes Mal schon so viele tolle Dinge gewusst. Beziehungsweise, wofür denn diese Streikspuren kommen? Das wird doch auch sicherlich nicht umsonst hier sein, oder? Wollen wir die Spur erstmal verfolgen? Nee. Was halten Sie Schnauze. davon? Ich wollte ihn gerade Winston nennen. Nein, Watson. Winston war was anderes. Okay, Moin. Sir, haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja und nein. Sagen Sie, wo kann ich den Zöllner finden? Der Mann heißt Beddoes. Und zu dieser Tageszeit finden Sie ihn wahrscheinlich auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es war mir ein Vergnügen, Sir. Ja, sehr gern. Auf Wiedersehen. Hab noch einen schönen Abend ohne Kundschaft. Tschüss. Okay. Dann war meine erste Eingebung ja gar nicht so verkehrt, oder? Aber hier ist keiner. Moment, gibt es noch einen anderen Pier? Hä? Es gab doch dann nur noch vorne die Schiffswerft, oder nicht? Da war doch kein anderer Pier, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt nicht noch einen. Nein. Okay, wir gehen einfach mal vorne zu der Werft oder was ist es? I am a little confused. Aber es ist halb so wild. Guck mal, Brody, du bist doch bestimmt hier irgendwo, oder? Hier ist ein Schiff. So, meine Information war in der Nähe eines Schiffs. Aber das ist ja alles nicht Pier hier. Pier war doch eigentlich eher das, wo ich gerade war, unten, oder nicht? Okay, ich kann noch mal kurz hier gucken, ob ich jetzt vielleicht hier mit was interagieren kann. Aha. Ja. Das macht mich zum Vater. Das Boot ist fertig. Du findest die Verzeichnisse gleich in der Nähe. Hoffen wir, dass diese Verzeichnisse enthalten, was wir brauchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, hier war ich schon Aha, vorher. das müssen die Verzeichnisse sein. In diesem hier geht es um spezielle Importe. Nichts Konkretes oder Verständliches dabei. Da steht nur, dass diese Güter in Lagerhaus 16 aufbewahrt wurden. Ich sehe hier nichts weiter von Interesse. Am besten lassen wir die Bücher so liegen, wie wir sie vorgefunden haben. Da bin ich auch dafür. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich quasi schon die richtige Eingebung hatte, wo es hingeht, aber wir vorher noch diesen Dialog brauchten, damit es quasi getriggert wird. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich gleich einmal komplett rumgehen muss, weil hier sind ja, ne, 19, 11, 12 und jetzt muss ich an Nein, ihm. ich will ihn nichts fragen. Genau, hier bin ich jetzt nämlich wieder stuck. Ja, da muss ich auf die andere Seite. Große Klasse. Ich gucke sicherheitshalber nochmal, dass das hier nicht die 16 ist. Sieht aber nicht so aus. Beziehungsweise ich sehe ja keine Nummer. Beziehungsweise doch, ich sehe hier die 11. Okay. Gar kein Thema. Gehen wir einmal fix außen rum. Der Weg ist ja nicht so unendlich weit, auch wenn er so aussieht. Warte mal, aber, hä? Ich habe da oben gerade irgendwie eine 15 gelesen. Ich weiß nicht warum. Mein Hirn hat mir gerade einen Streich gespielt. Ich denke mal, 16 wird das sein, was hier jetzt gleich ganz links ist, wo ich gerade schon instinktiv fast reingehen wollte. Also die Treppe runter und dann links. Das hier dachte ich nicht. Nö. Was sind dann die 16? 13? Hä? Moment. Nein. Ich will ihn nichts fragen. 13, dann bist du hier 14 oder was? Aber hier sind ja gar keine Lagerhäuser mehr. Und gar keine Nummern. Lagerhaus 16? Hä? Warte mal. Ich kann mein Selbstgespräch nicht nochmal angucken. Berichte vielleicht. Scheiße. Hä?
Wer hat doch gesagt Lagerhaus 16? Aber es gibt kein Lagerhaus 16. Ich habe da gerade eine ganz schlimme Vermutung. Ist manchmal das hier Lagerhaus 16? Ach Mensch. Die Eisenkisten wurden hier gelagert. Eine sorgfältige Untersuchung des Ortes könnte wertvolle Beweise zutage fördern. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Dieser widerliche Teer! Meine Schuhe sind ganz verschmiert! Danke, Watson. Warten Sie, Watson. Diese. Der Schlüssel war so klein. Warten Sie, Watson. Wollen wir die nochmal messen aus Spaß? Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Das habe ich doch schon mal gehört, oder? Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden, aber der Schlüssel wird wahrscheinlich nicht hier passen, sondern dort, wo die Fußabdrücke hinführen, beziehungsweise herkommen, wo sie herkommen. Hier. Ich brauche etwas. Hallo? Hä? What the fuck? Hier ist ein Etikett. Dieses hier ist weniger beschädigt. Institut Schwarzes Edelweiß, 1896, 16.11. Ausgezeichnet. Jetzt kennen wir die Quelle dieser illegalen Güter. Watson, wir kehren zurück in die Baker Street. Es gibt viel zu tun. Alles klar. Baker Street, das habe ich verstanden. Baker Street, ich komme. Haben wir schon Nachricht von Mycroft? Mir scheint, da liegt ein Brief für Sie auf dem Tisch. Vielleicht ist er von Mycroft. Liebe Sherlock, die Agentur Northwood hat ihr Hauptquartier in Boston, Massachusetts, Amerika. Sie führen alle möglichen Arten von vertrauenswürdigen Nachforschungen durch und sind spezialisiert auf die internationale Suche nach vermissten Personen und Kunstgegenständen. Sie haben einen guten Ruf und eine hohe Erfolgsquote. Amos Colby arbeitete für sie in Europa und passt auf die Beschreibung, die du mir gegeben hast. Leider sind die Details seines letzten Falles vertraulich. Jedenfalls noch. Ich habe eine ungefähre Übersetzung der Buchstaben beigefügt, die du entdeckt hattest. Leider mehr schlecht als recht und ziemlich rätselhaft. Möge deine Larve durch den Äther gehen, Sterne wie Maden einer Frucht. Erwarte dein Erwachen dir zu Ehren. Licht der Tiefe, er ist der, den du wähltest, uns die Schönheit tiefster Schwärze zu zeigen. Licht der Tiefe, er ist der, der dein Zeichen am Körper trägt. Er wurde einer von uns. Licht der Tiefe, seinem Ruf antworten die Tiefen und wir antworten in deinem Namen. Licht der Tiefe, sein Körper ist Tang. Sein Körper ist der Oktopus, seine Stimme ist deine Stimme. Der Traum und die Rückkehr des Großartigen müssen sich erfüllen. Der arme Teufel, der unter diesem Lagerhaus lag, war also in der Tat der Besitzer des Passes mit der blutigen Zeichnung. Sein Daumen war aufgerissen. Er ist mit größter Sicherheit derjenige, der während seiner Gefangenschaft die Zeichnung anfertigte. Aber was brachte ihn an diesen Ort? Außerdem, wenn dieses Detektivbüro Ansehen genießt, dann aufgrund des Rufes seiner Gesellschafter. Sie gelten zu Recht als bewährte Fachleute. Deshalb dienten die letzten Anstrengungen dieses sterbenden Mannes dazu, Hinweise für diejenigen zu hinterlassen, die nach ihm suchen würden. Erinnern Sie sich, Watson? Der Zeigefinger dieses Mannes war staubbedeckt und wir fanden Zeichnungen in eben diesem Staub auf dem Boden. Genau, Holmes. Ein Pluszeichen in einem Rechteck. Lassen Sie uns die Fakten betrachten, Watson. Mehrere Menschen wurden gewaltsam unter das Lagerhaus 12 gebracht, betäubt und dann in Kisten mit dem Schiff zu einem bisher unbekannten Ziel gebracht. Für den Augenblick hat London uns nichts weiter zu erzählen. Diese Leute, wer auch immer sie sind, haben einen kleinen Vorsprung. Wir sollten ihnen nicht noch mehr geben. Wir müssen sofort abreisen. Aber wohin? Warten Sie, Watson. Mir kommt da plötzlich eine Idee. Was bedeuten für Sie ein Edelweiß und ein Rechteck mit einem Pluszeichen darin? Wales. Ich habe keine Ahnung. Okay, eine weiße Rose, ein Balken mit einem Pluszeichen. Das klingt ja fast, als wäre das irgendein Haus. Also so ein altes Haus zu den Wars of Roses. Ich weiß jetzt nicht, was zu wem gehört. Ich
rate jetzt erstmal kurz York. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Okay, ich habe alles Wichtige übersehen, ja. Ja, wobei Edelweiß war ja... Ja, doch, doch, es gab doch die weiße und die rote Blume, die danach zusammengeführt wurden. Das eine war doch das Haus York, oder nicht? Scheiße, liege ich jetzt falsch? Warte mal, Google. Wars of Roses. Vielleicht, aber ich bin nicht auch ganz falsch. Warte mal. Wars of Roses. Houses. So. Ja, genau. Doch. Das House of York. Ist das mit der weißen Blume. Aber nichts mit einem Kasten und einem Pluszeichen drin. Das andere war das Haus Lancaster, aber das war rot. Ja, okay. Dann hatte ich eine Idee, die aber leider nicht stimmt. Ich kann ja Lancaster mal eingeben, aber das würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Das, ach so, das zeigt einfach auf Boston. Aber nach Boston werde ich ja wohl nicht müssen, oder? Piraten, hier vielleicht was. Schottland. Okay, kann ich auch schreiben? Ja. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben... Sie meinen es gut, mein lieber... Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Nochmal. Wo war das? Schottland. Das sagt mir nicht genug. Das sagt mir nicht genug. Hier irgendwas mit der Blume. Maori, mit denen wieder irgendwas? Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige. Seltsames Gedicht. Also ich gucke gerne nochmal wegen Boston, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das falsch ist. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles... Okay, ich bin offensichtlich nicht so klug wie Watson. Mann... Okay, das hier, ja, aber, komm, ich google jetzt mal kurz, Institut Schwarzes Edelweiß, gibt es das? Institut Schwarzes Edelweiß. Ja, Let's Play Sherlock Holmes, ja, danke. Karlsruhe? Seife mit Edelweiß-Extrakt. Steht die Blume Edelweiß für irgendwas? Alpen. Alpen-Edelweiß. Oh, Alpen. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Okay, wo kommst du her? Kommst du bestimmt nicht aus den Alpen. Verbreitung, so in England. Vorkommen. Verbreitungsgebiet. Alpen. Bla. Pyrenäen. Pyrenäen. Bla bla, Lebensraum, Berge. Sie meinen es gut, Mann. Ein Kasten mit einem Plus drin. Was soll mir das denn sagen? Ach, ich gucke wieder auf Hinweise, ich weiß es nicht.
Institution Edelweiß. Kann ich Bäcker helfen? Nee. Wie lautet das nächste Ziel? Auf dem Etikett gibt es einige Hinweise zum Herkunftsland. Ach so? Oh, oder war das... Ist es vielleicht auch im Englischen dasselbe Etikett? Sie meinen es gut, mein Lieber. Yes! Natürlich. Ich war nicht so falsch mit Alben. Wir müssen unsere Aufgaben teilen. Ich werde über die Einzelheiten von Mr. Colbys Tod Bericht erstatten, da diese Angelegenheit Taktgefühl und Diskretion verlangt. Aber ich würde nie. Danke. Ich bin sicher. Watson, Sie wissen, dass ich das nicht persönlich meine. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf Sie. Buchen Sie eine Überfahrt für zwei auf den Kontinent, sofort. Und Watson, versuchen Sie etwas über ein Institut namens Schwarzes Edelweiß herauszufinden und zu bestimmen, ob es in der Schweiz liegt. Wenn es diesen Ort gibt, dann finden wir dort sicher die Antworten, die wir suchen. Beeilung jetzt, das Spiel hat begonnen. Ja, Mann. Ich bin gerade voll stolz auf mich, dass ich das gelöst habe. Moment mal, Holmes, Sie lesen ja einen Groschenroman. Ich dachte, ich finde Sie hier vertieft in alte Zeitungsnachrichten, auf der Suche nach Ähnlichkeiten mit unserem Fall. Und Sie vergeuden Ihre Zeit mit exotischen Abenteuern irgendeines unglaubwürdigen Helden. Hüten Sie sich davor, Populärliteratur als unseres Interesses für unwürdig zu betrachten, Watson. Werde ich außerdem nicht selbst von einigen Ihrer Leser als unglaubwürdiger Held betrachtet, der exotische Abenteuer erlebt? Holmes, das geht zu weit. Sprechen wir nicht mehr davon, Watson. Ach ja, die Cthulhu-Statue. Die haben wir also mitgenommen. Diese fürchterliche Statuette macht mich richtig nervös, Holmes. Diese Reise in die Schweiz bringt unangenehme Erinnerungen zurück, nicht wahr? Watson, diese Ereignisse sollten bleiben, wo sie hingehören, in der Vergangenheit. Ich werde Sie jedoch nicht in die Schweiz begleiten. Wenn der Zug in Lyon hält, müssen wir uns leider trennen, da ich woanders noch etwas zu erledigen habe, das etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber Holmes... Dank Ihres untadeligen Rufes als Arzt werden Sie unsere Untersuchung im Institut Schwarzes Edelweiß geschickt vorantreiben können. Meine Anwesenheit würde wahrscheinlich nur Verdacht erregen und unserer Sache schaden. Ich schreibe Ihnen den Namen eines Schweizer Polizisten auf dieses Stück Papier. Er ist im Dorf in der Nähe des Instituts stationiert, ein äußerst verlässlicher und fähiger Mann. Wenden Sie sich an ihn, wenn Sie während Ihres Besuches auch nur im geringsten Verdächtiges bemerken. Und Sie, Holmes? Was mich angeht, Watson, ich werde den Fall von der anderen Seite aus untersuchen. Was? Oh, ich erinnere mich, es kommen Erinnerungen hoch. Wie gesagt, ich habe das Spiel vor Ewigkeiten ja schon mal gespielt. Aber kann mich nicht mehr an Fehler erinnern. Aber der Ladescreen hat gerade Erinnerungen an das, zumindest an das Gebäude erweckt, wo wir jetzt hinkommen. Irgendwo in den Schweizer Alpen. 11. September 1894. Damit 7 Jahre, glaube ich, vor dem Tod von Queen Victoria. Behalten Sie einen klaren Kopf, Watson. Sollten Sie etwas Außergewöhnliches mit ansehen, egal wie unbedeutend es scheint, begeben Sie sich sofort ins Tal und fragen Sie nach Hauptkommissar Bilger. Ich kenne ihn. Er ist ein vertrauenswürdiger Bursche und wurde über Ihre Anwesenheit in seinem Bezirk informiert. Er sollte sich als fähiger Verbündeter erweisen. Allein als Watson jetzt also. Bienvenue à la Schweiz, Suisse. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache man in diesem Bereich der Schweiz am ehesten spricht. Spricht ja gefühlt 100 Sprachen da. Aber überwiegend ja schon Schweizerdeutsch. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Kutscher, nope. Warten Sie hier auf mich. Oh, ich möchte nicht dorthin gehen. Tut mir jetzt auch leid für ihn, der muss jetzt wahrscheinlich hier stundenlang warten, je nachdem, wie ich mich anstelle.
Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Guten Tag, Sir. Ich bin Dr. Watson. Ich komme gerade aus London und... Wenden Sie sich an Fräulein Müller. Bitte sehr, sie ist doch drüben. Dankeschön. Dann wenden wir uns an... Sie konnte ihren Besuch kaum erwarten. Sie hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Aber der Doktor kann Ihnen das alles viel besser erklären als ich. Sehen Sie, da kommt sie. Oh, ich erinnere mich. Mein kleines Töchterlein. Sorry, ich wollte eigentlich gerade schon cutten, sorry für die Länge jetzt. Ich wusste nicht, dass eine Sequenz anfängt sofort, wenn ich reingehe. Okay, aber an der Stelle können wir ja dann cutten, ne? Schauen wir uns mal an, was das hier ist. Was könnte das nur für ein Gebäude sein bei dieser Kleidung und dieser ganzen Aufmachung hier? Who knows? Wir finden es vorsichtig im nächsten Part offiziell raus, wer es sich nicht schon denken kann. Also bis dann und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.